Leute, in diesem Video möchte ich euch das Perk-System noch einmal ganz, ganz nahe bringen, wie es funktioniert, weil das Gerücht rumgeht, dass es relativ safe kommen wird. Es wird jetzt 14 Videos insgesamt über das Perk-System geben. In jedem Video nehme ich mir eine Legende vor. Warum nur 14? Es gab in der mobilen Version, wer das nicht weiß, natürlich das Perk-System. Und es gab 14 Legenden insgesamt bis jetzt. Und ich möchte euch die ganzen Perks vorstellen, die die einzelnen Legenden hatten. Ich weiß, dass nicht viele von euch, oder ich weiß, dass viele von euch das geil finden. Es gibt aber auch mindestens genauso viele, die das kacke finden. In der mobilen Version war es so, du konntest es nur in Public Games aktivieren. In Ranked waren die deaktiviert. Jetzt ist aber das Kuriose, ich habe vor einigen Wochen erst darüber berichtet, dass es einen Leak gibt, der besagt, dass angeblich alle Legenden auf ihre Grundversion zum Release resettet werden. Das ist jetzt meine Theorie. Das Perk-System kommt, es wird nur für Publics sein und in Publics ist das Perk-System aktiv und die Legenden auf ihre Grundversion zurück, sage ich mal, gerechnet. Lifeline hätte dann zum Beispiel ihr Schild wieder. Erinnert euch, vor ein paar Tagen habe ich erst über ein massives Rework gesprochen, was angeblich in Season 22 kommen soll mit völlig neuen Fähigkeiten. Und dann macht es keinen Sinn, Perks zu bringen und dann wird die irgendwie resettet. Dann ist die wieder so wie in Season 0, Season 1. Keine Ahnung. Das ist alles noch ein bisschen sehr konfus. Deswegen ist wahrscheinlich eher die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die nicht resettet werden, das Perk-System kommt, aber geht einfach mal davon aus, dass das überarbeitet wird und bestimmte Perks, so wie ich sie euch jetzt und in den Folgevideos sage, so nicht mehr existieren werden. Ich für mich möchte nochmal sagen, warum ich das System extrem geil finde und es auch feiern würde, wenn es in Ranked wäre, weil ich meiner Meinung nach sage, es bringt einen extrem frischen Wind ins Spiel. Ich weiß, dass das Spiel vielleicht zumindest in Ranked nicht nötig hat, sondern da andere Baustellen wichtiger wären. Keine Frage, das ist an erster Stelle Matchmaking und so weiter und so fort. Wenn man davon aber einfach mal weggehen, sage ich, das Perk-System bringt so viel Abwechslung ins Spiel, dass jedes Match und jeder Gegner irgendwie taktisch anders gesehen werden muss, weil du nicht weißt, welche vielleicht krassen oder schlechten Perks er drin hat und du nicht genau weißt, was könnte als nächstes passieren. Du kennst jede Legende in- und auswendig. Du weißt aber nicht, welche Perks aktiv sind und somit kannst du nicht in jeder Situation vorhersagen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, was als nächstes passiert. Und das, finde ich, macht das Spiel sehr, sehr, oder jede Runde noch einzigartiger. Meine Fresse, Sprachfasching ist wieder mal am Start. Ich möchte euch heute die Octane-Fähigkeiten nahebringen und ich hoffe, dass jemand von euch dabei war, der die mobile Version gespielt hat und auch Octane gezockt hat und vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringt, weil bei einer Fähigkeit stehe ich komplett auf dem Schlauch, da ich die mobile Version nur einen Monat gespielt habe, weil Stream, YouTube, Apex zocken, dann bin ich damit durch, setze mich auf der Couch und zocke auf dem Handy weiter. Da hätte mich meine Frau aber schon mal sowas von dem Kopf kürzer gemacht und das völlig zu Recht. Deswegen habe ich gesagt, keine Handy-Games auf dem Spiel, auf dem Handy. Ich konzentriere mich hier wirklich rein in diesem Areal um Spiele, YouTube und so weiter und hat auf dem Handy einfach nichts verloren. Deswegen, ach so, übrigens, das Grundprinzip der Perks lautet wie folgt. Du kannst einen Grundperk aktivieren, einen Finisher-Perk und einen Ability-Perk. Das heißt, du hast drei mindestens oder wenigstens, mindestens, höchstens, höchstens ist das richtige Wort. Du hast drei Perks höchstens aktiv. In der mobilen Version musstest du die Stück für Stück freischalten. Ob das in der Vollversion dann so ist oder so kommt oder wie auch immer, müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, final glaube ich, dass das extrem hart überarbeitet wird. Aber es wird noch 13 weitere Videos Stand jetzt geben, wo wir eben verschiedene Legenden haben, wo wir auf jeden Fall auf kreative Fähigkeiten zurückgreifen können, die vielleicht für ein Rework, falls das Perk-System vielleicht doch nicht kommt, zurückgreifen können, die sehr interessant für bestimmte Legenden werden. So, jetzt höre ich aber auf, um den heißen Brei drumherum zu reden und wir fangen an mit dem Grundperk oder die drei Grundperks für Octane. Erster Perk, die Verwendung einer Spritze stellt zusätzlich 10 Lebenspunkte wieder her. Also eine Spritze, nicht die Stim-Injektion, ganz wichtig. Zweiter, wenn deine Rüstung gebrochen ist, erhältst du einen Geschwindigkeitsschub. Und das dritte, wenn du einen Geschwindigkeitsschub aktiv hast, wird die Nachladezeit verkürzt, solange wie das eben aktiv ist. Dann haben wir die Finisher-Perks und hier ist der allererste Perk bei jeder Legende immer gleich. Wir kennen das, wir finishen eine Legende und bekommen 100 Damage-Punkte
auf unser Damage-Konto und auf unser Evo-Schild. Das ist in der mobilen Version ein Perk gewesen, den du aktiv haben musst, damit das passiert. Wäre Nummer 1. Dann haben wir, der Einsatz deines Finishers füllt die Munition deiner aktiven Waffe wieder nach und du hast 8 Sekunden lang erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Und das dritte, der Einsatz deines Finishers erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden um 30%. Klingt jetzt erstmal nicht spannend, aber gerade wenn du einen Finisher durchgeboxt hast, ist das Timing da. Der Gegner, der Teammate deines Gegners kommt um die Ecke, will dich weghauen. Und dann kannst du aber innerhalb von 3 Sekunden relativ flott dann doch noch abhauen. Haust dir noch eine Stimming-Aktion zusätzlich rein und alles ist schön. Weil du hast sowieso dann vielleicht noch ein volles Schild oder hast dann ein volles Schild, weil du den Finisher durchgeboxt hast. Und dann ist das eigentlich, es klingt erstmal nicht so cool, aber eigentlich ist es ganz effektiv. Und dann haben wir die Ability-Perks, die rein auf taktische oder ultimative Fähigkeiten gehen. Das erste: beim Einsatz deiner Stim-Injektion hebt das alle Bewegungseinbußen auf. Das heißt, du hast einen Stun-Effekt. Haust deine, das ist aber im Standard schon so, dass du deine Stim-Injektion reinballerst und dann den Stun-Effekt damit negierst. Aber du hast zusätzlich noch 20% Klettergeschwindigkeit. Running on Air, den finde ich interessant. Du hast noch einen zweiten Sprung nach deinem Jump-Pad. Du springst einmal. Und dann kannst du aber nochmal springen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie bei Destiny, wer es gezockt hat. Doppelsprung. Würde ich mir eine Legende wünschen, die das standardmäßig passiv kann. Das wäre geil. Doppelsprung-Legende. Wurde, glaube ich, auch mal geleakt, wenn ich mich nicht täusche. Irgendeine Legende war das. Weiß nicht mehr wer. Und Stun-Modus. Und hier brauche ich die Hilfe eines Zuschauers, der die mobile Version vielleicht gezockt hat und Octane auch freigeschaltet hat. Da stehe ich komplett auf dem Schlauch. Stims können ein- oder ausgeschaltet werden und erhöhen weiterhin die Geschwindigkeit und verursachen Schaden. Es schaltet sich automatisch ab, wenn deine Lebenspunkte zu niedrig sind. So, für meinen logischen Verstand, ich aktiviere die Stim-Injektion, verliere erstmal gewisse Gesundheit, habe einen Geschwindigkeitsboost. Was bringt mir jetzt das Ausschalten, wenn der Geschwindigkeitsboost bleibt und ich trotzdem Schaden nehme? Das, also da stehe ich komplett auf dem Schlauch und ich kann mir überhaupt nicht erklären, was das bringen soll. Sorry, da bin ich komplett raus. Ist da draußen jemand, der die mobile Version gespielt hat? Bitte, bitte schreibt mir, wenn das jemand weiß. So, ich würde mir von euch auf jeden Fall wünschen, schreibt mal in die Kommentare, final, Perk-System, ja, nein, vielleicht. Warum nicht? Und so weiter. Und bitte einfach mal außen vor lassen, was es für ganz schlimme, grauenhafte, schlechte Baustellen in Apex Legends geht. Das wissen wir mittlerweile alle, aber ich glaube, wir können es auch alle nicht mehr hören, dass unter jedem Video jeder zweite Kommentar irgendwie, die sollen nicht das und das bringen, sondern die sollten lieber erstmal das fixen. Das wissen wir hier alles mittlerweile schon. Es bringt halt alles nichts. Es wäre halt mal geil, wenn wir wirklich mal beim Thema bleiben, bei diesem Video und nicht, wie schlecht die Server sind und wir brauchen nichts Neues. Das können wir uns einfach mal alles sparen. Das würde ich mir zumindest für die nächsten Kommentare einfach mal wünschen. Einfach mal beim Thema bleiben und zu sagen, hey, coole Sache und nicht, hey, coole Sache, aber ist das alles scheiße und mi. Irgendwann muss mit Jammern auch mal wieder gut sein. Wir wissen alle, dass es viele nervige Baustellen gibt und dass das die oberste Priorität sein muss, wissen wir ebenfalls alle. Aber in dem Video wünsche ich mir einfach mal, beim Thema zu bleiben und nicht zu sagen, was alles schlecht ist. Wäre geil. Und wenn ich mal wieder ein Video mache, wo man bewusst einfach mal ein bisschen raged, weil ich dazu aufrufe oder weil es gerade einen Grund dazu gibt, dann ist das für mich nochmal eine andere Nummer. Also ich würde mir da wirklich wünschen, vielleicht bei Kommentaren, wenn es welche gibt, mehr beim Thema zu bleiben. Das wäre eine richtig, richtig coole Sache, um vielleicht untereinander ein bisschen zu kommunizieren, ein bisschen für Diskussionen zu sorgen, was alles toll oder schlecht an gewissen Inhalten ist, was so kommen soll. So, jetzt habe ich es unnötig in die Länge gezogen. In den nächsten Folgevideos, wie gesagt, halte ich mich kurz und knapp und erkläre euch wirklich nur die Perks der Legenden und dann ist nach 2-3 Minuten aber auch wieder Schluss. Und dies sollte einleiten erstmal so für die nächsten 13 Perks-Videos sein. So, jetzt bin ich raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.